Hallihallö und herzlich willkommen zurück zum Trollreport. Live-Bericht, Reste festessen. Und weiter geht's mit dem Schmackofatz. Wir sind immer noch in Rapture, wir sind immer noch in der Haut von Jack und wir erforschen gerade Arcadia. Offensichtlich hier so ein bisschen das Freizeitunterholungspark-Äquivalent. Deep in the Sea. Wir gucken mal ganz kurz auf die Karte, in der Hoffnung, dass es uns nicht um die Ohren fliegt. Tut es nicht, das ist sehr gut. Okay, also. Hier die Treppe nehmen macht ja eigentlich nicht so viel Sinn. Oder vielleicht doch? Nee, also. Ich muss aber ganz schnell eines gucken. Und zwar. Na gut, vielleicht kommen wir ja auch nochmal hin. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, jetzt gerade zwischen den Aufnahmen mal zu schauen, weil meine kleine Ansprache vom letzten Mal, so das, worauf es doch wirklich ankommt, ist doch letztendlich die... Ah, Rolling Hills, ja, hier sind wir richtig. sind ja tatsächlich die Audio Diaries. Da möchte ich tatsächlich nicht, dass wir eins verpassen, auch wenn das hier ansonsten ja weder ein Blind-Blind-Through ist, noch Blind-Playthrough, meine ich natürlich, noch ist es so, dass ich hier irgendwie eine 100% irgendwo dran haben will, muss, möchte. Also wenn wir mal irgendwo einen Gene Tonic dann doch liegen lassen, dann ist dem so. Aber bei den Audio Diaries, da würde ich schon itzig werden. Damit ich aber nicht die ganze Zeit quasi mit dem Wiki offen stehen muss. Hey! Achso. Weil es der Turret ist, verstehe. Ich wusste, dass es wieder ein Arschloch-Turret ist. Hab ich doch, hat er doch gesehen. Wusste er doch. So, das... Oh, das ist super hart. Auf super hart haben wir keinen Bock. Deshalb machen wir Auto-Hack. Yay. Blöde Rocket-Turret. So, was ich also machen werde, bevor wir dann ins nächste Gebiet gehen, in der Hoffnung, dass ich da nicht irgendwo mal einen blöden Point-of-No-Return trigger. Da werde ich mir dann nochmal auf die Schnelle das Wiki aufmachen und nochmal sämtliche Gebiete abgrasen für den Fall, dass wir was verpasst haben. Das kann man dann nett zusammenschneiden. Und dann ist auch wieder gut. I'm not sure if I'm supposed to be here. Okay. That was a thing, I guess. Hey! Du bist auch eine Rosie, oder? Ring around a Rosie. Ob ich ihn frösteln lassen kann? Ich weiß es nicht genau. Mir wäre es ehrlich gesagt lieber, wenn er noch eine kleine Lady, weiß ich, hätte. Da hätte ich da noch bedeutend mehr Spaß bei. Korps. Er hat doch gerade noch irgendwas geblünzt, oder? Ich folge dir jetzt mal. Und dann klopfst du sicherlich irgendwo gegen und dann wird alle cool, oder? Ring, ding. Ding, 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 ding. Ding, ding, ding. Ah, guck mal hier, genau, hier ist ja ein Outlet. Gab es hier irgendwo eine Heilstation? Wieder bin ich unerschrocken und öffne die Map. Oh, brother, where am I? Okay, geradezu. Läuft. Scheiße, noch nicht gehackt. Na gut, machen wir es nochmal. Zack, Söderle und dann packen wir den noch an und dann ist alles gut. Dann heilen wir uns mal und dann geht's los. Yay! Thank you, Mr. B. Das war aber sehr nett von dir, Mr. B. Shut up und... Das ist ein Action-Shot, oder? Bam! Rosie Elude almost always contains rare invention materials. Cool! I take it! Okay, das bringt jetzt nicht so viel. I see it. Ah, da investiere ich lieber nochmal 10 Dollar. For you! Echt jetzt? Da wird gerade gearbeitet, du Hund. Spawn ist Bleiser. Hi.
Headshot. Oh. Kann man dich auch fotografieren? Tatsache. Little sister, don't you see what your picture means to me? Oh, cool. Ich krieg ein klein bisschen mehr Health und Eve. Thank you, little sister. Get up, Mr. Dafür no. rette ich dich jetzt auch. No. Dafür, dass du so schön fotogen warst. No. Thank you, Mister. Thank you. Okay. Stecken wir mal die Kamera weg und halten vor allen Dingen nicht volle Kanüle auf das minderjährige Mädchen, sonst kommt gleich die Polizei und da gibt's wieder Ärger. Oh, time for Betty by Mr. B. Alkohol ist selten. Da sehen die 30 Milliarden Leute, die ich bisher gelootet habe, irgendwie anders. So, dann haben wir jetzt beide Little Sisters. Theoretisch wäre es auch möglich gewesen, hier noch eine extra Buck Little Sister zu bekommen. Auch das habe ich vorhin bei der kleinen Recherche dann nochmal mitbekommen. Aber da müssen wir ja nun nicht ganz bewusst Bug exploiten. Gibt es jetzt erstmal wenig Gründe für. Oh no. Scheiße, der hat bestimmt mal funktioniert. Verdammter Turm. Naja, ist dann halt so. Knowledge incoming. Shouldn't have come. The minute we came here, Marsha started screaming. Mama, Mama, what is that? What is that? I thought she was having some kind of seizure. And then I realized, trees, trees. Never saw one before. Thought they were monsters. Oh, Sammy, maybe we never should have come to this place. Okay. Mal wieder die Geschichte von der traurigen Familie Lutz. I don't care where she's gone. Die sind mit der kleinen Mascha, von der wir ja auch schon gehört haben. Sind die mal hier nach Arcadia gegangen und kaum, dass sie angekommen sind, hat die kleine Mascha losgelegt und übelste Panik geschoben. Was ist das? Was ist das? Weil sie halt noch nie einen Baum gesehen hat. Die Mama hat dann realisiert, okay, das ist ein Baum. Kind hat in ihrem Leben noch nie einen Baum gesehen, weil es offensichtlich hier unten in Rapture geboren wurde. Und dann überlegt sie, ob ja, die Familie, also sie, Sammy und Mascha wohl herkommen müssen. Okay. Fieser Voodoo-Mensch. I've got a need you to listen to me. I'm no sort of botanist, but I think Ryan has just killed Arcadia. The man's put something foul into the air. Bottom of the ocean, boyo. All the oxygen comes from the trees. No trees, no oxygen. Give me a spell to pick. Ryan's woman in Arcadia is an old Betty named Langford. An okay sort, but not above doing a dirty job for a dollar. If she's still kicking around, I'm sure she's gonna want to save her trees. After all, she planted the damn things. Ah, okay. Also, Atlas warnt uns, irgendwas ist hier nicht richtig. Ryan hat hier diese Suppe, die hier rumschwipst, gepackt. Die ist offensichtlich dazu gedacht, die Bäume umzunieten. Das Problem ist, unten am Meeresboden kommt die Luft halt nur von den Bäumen her. Will bedeuten, keine Bäume, keine Luft. Wir haben alle ein Problem. Überlegt mal schnell. Nein. Drama Queen, where art thou? Steamer Trunk, okay. Chlorophyll Solution, Merlot. Ne, den will ich nicht trinken. Noch Merlot. Ja, ich wollte eigentlich nur die Dose haben, aber gut. Was ist das? Was bist du? Psychokürbis? Ich bin unsicher. Okay. Bagge fest. Lass mich durch. Okay, da hat offensichtlich Houdinis Bleister hier ein bisschen zu viel Apocalypse Now gesehen. Oder irgendwelche Voodoo-Horrorfilme. Voodoo, whatever. Oh, gib mir Informationen. Jawohl. Plus 2 Spleuser Damage. Auch immer gern genommen.
Und jetzt brennst du, du Schwein. Headshot, Bitch. Liquid Nitrogen und sonstiges gelöt, das ist cool. The Saturnine. They dress up in leaves and call themselves the Saturnine. Please. They drink human blood and chant, harness the flame, harness the mist, and believe they're touched by the ancient god. An aging bunch of frat boys tilting back goblets of plasmids and calling it ambrosia. Okay, das heißt, die Houdini-Splicer, die wir sehen, sind also die Saturnines. Das irgendwas mit Saturn zu tun hat. Saturniten. Trinken menschliches Blut, singen, ja, mache dir die Kraft des Feuers zu eigen, mache dir die Kraft des Nebels zu eigen. Und Langford ist aber nicht, is not impressed. Von diesem Pseudo-Naturkult, den die da aufgezogen haben. Hey, guck mal, da sind wieder Dinge. Liquid Nitrogen. Naja. Man sagt halt, das sind irgendwelche Frat Boys. Irgendwelche Boobies, die sich ein Kelch Plasmid nach dem anderen reinknüppeln und das Ambrosia nennen. Naja. Sag mal, kann ich das, was da liegt, eventuell ziehen? Kann ich. Handbag. Richtig nice. Und weg damit. Brauche ich nicht mehr. Also diese komische Zeichnung bestimmt auch von den Saturniten. Scheint eine lustige Bande zu sein. Naja, sollen halt bloß nicht nerven, dann kriegen wir das vielleicht auch reguliert hier alles. Sagen sie mich nicht nerven, suche ich sie nicht bewusst auf. Wenn sie mir aber vor die Flinte laufen, werden sie erst geknipst und dann weggeknipst. Das ist dann so. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage da oben. Blitzt es schon wieder? Flup. Flup. Ja, wie gesagt, ich stelle mir jetzt die Frage, hat sich jetzt hier durch den Nebel schon irgendwas verändert? Werden wir dann rausfinden, wir gehen erstmal voran. Wir wollen nicht zu zaghaft sein hier, wir wollen nur ein bisschen was schaffen. Da, ich wusste doch, dass da was blunzt. Ich hab doch gesehen. Früher oder später trinken alle Wurzelpeter und ich sammle hier alles auf. Okay, was sind unsere Optionen? Kurz die... Fuck me, it happened again. 2 Sekunden, bitte. Wenn du mich überhaupt fragst, na, du gehörst doch bestraft für. Also die technischen Probleme beginnen zunehmend an Charme zu verlieren. Na gut. Versuche mich die ganze Zeit hier irgendwie so ein bisschen runterzubringen. Mit den Erinnerungen daran, dass ich mich entsinnen kann, dass die Originalvariante auch nicht so hundertprozentig bugfrei war. Und ich mir dann denke, ja, du könntest jetzt natürlich rumspringen, weil du weißt, was du dann für Bugs reinbekommst. Bloy, yes please. Yes, please. And now. Continue, bitte. Ich denke, wir sollten am Anfang noch vor dem Big Daddy Fight sein. Gut. Also wieder alles hin. Es ist echt... Das ist eigentlich gar nicht so gut, ne? Naja. What? Du hast es schon wieder kaputt gemacht. Blödsack. Mal Auto-Eck jetzt. Okay, dann spiele ich mal wieder schnell bis dahin, wo wir gerade eben gewesen sind. Und dann gucken wir von da aus weiter. Yep. Schöner Action-Shot. Ich feiere mich dafür. Da können wir sogar noch einen vierten rauspressen hier. Das ist doch super. Bonus Damage plus 2. Klasse ist es. So, jetzt sollten wir wieder so annähernd auf Stand sein, glaube ich.
War das hier vorhin auch offen? Oder das, wo ich so lustig reingepackt bin, gell? Ah ja. Bin zwar erst 3 Meter gekommen, aber das ist mir egal, ich speichere jetzt trotzdem. Schon wieder spaßige Piktogramme, wo wir gerade beim Thema Spaß sind. Saturn 1. Hi. Ach komm, das war nur Action Shot. Jetzt ist ein Action Shot, ja, gut. Vier Schuss, dann ist Schluss. I got you, baby. Wallet is full? Willst du mich rollen? Stimmt, das gab's ja auch noch. Schön mal. Gesamtsituation schön saufen. Ja, jetzt wäre dieses ganze Dollar-Ding noch nicht, sagen wir mal, schwierig genug. Wie so von der Umsetzung ist halt auch die Wallet sehr schnell überfüllt. Das heißt, so dieses Looten- und Leveln-Prinzip nochmal zusätzlich irgendwie so ein bisschen, indem so ein bisschen den Zahn zieht. Halte ich nicht für richtig dolle schlau. Aber gut. Geben wir halt mal sinnlos ein bisschen Geld aus. Was ist los hier? $500. Was mich nicht wundern würde. Ich habe keine Lust, das zu hacken. Die 15 müssen es auch tun. Circus of Values. Da können wir nochmal ein bisschen was lostreten hier. Ja, guck mal. Na, jetzt sind nämlich hier die ganzen... das ganze Gestrüpp hat sich jetzt hier verzischt. Oi, ein Hacktool. Was warst denn du für einer? Ein blöder Letterhead-Splicer. Er schmeißt erstmal ein Hacktool. Na gut, den können wir zumindest mal hacken. Ja, bitteschön. 00 Bucks brauchen wir jetzt nicht. Hier haben wir sinnlos was verschossen. Hauen wir nochmal 2 hiervon rein. Ah. Elektrobugs wären mir fast lieber gewesen, aber das ist cool. So, jetzt hier natürlich auch alles ein bisschen in sich eingefallen. Genebank, ich glaube, ich nehme doch nochmal den Scrounger rein. Ich glaube, das ist das, was ich gerne tun wollen würde. So, jetzt sind wir wieder ausreichend arm, dass das Looten hier nicht vollständig zur Sinnlosaktivität verkommt. Was ist denn am Start, Rosie? Nee, kann ja eigentlich gar nicht. Hier sich irgendwas verändert? Das ist die Waterfall Grotto, ne? Ja, ich bin jetzt halt schon neugierig, muss ich gestehen. Kann ich so ja gar nicht von mir weisen. Oh, der Clown. Handtisch. Die Falpo. Ah, komm. Nehmen wir den auch noch mit. Muss ja nicht schlecht werden hier. Na gut. Das funktioniert aber immer noch nicht. Schade. Ich dachte, das Agent Orange, was er jetzt hier irgendwie versprüht. Ja, wir können aber auch hier hochgucken. Tree Farms. Wo ist mein Ziel? Dream Farms it is not. Wir gehen trotzdem rein. Arcadia und Sauerstoff. Now I'm a woman of science, but I'm also a woman who's not afraid of turning a buck or two. Ryan said if I could boost profits in Arcadia, part of the up would ride on my hip. So I get to thinking, we're paying for oxygen when we got photosynthesizing trees. Hell, we can even sell the extra to the rest of the city and undercut the other guys.
Ryan would like that for sure. Fontaine's people have moved into the O2 biz tooth and claw. Ja, das bestätigt genau das, was Atlas auch schon gesagt hatte. Die gute Langford ist eine Wissenschaftlerin, zweifelsohne, aber hat auch keinerlei Angst davor, sich mal eine schnelle Mark zu verdienen, wenn es hart drauf ankommt. Und was sie jetzt gerade gesagt hat, ist halt effektiv der. Ryan und sie haben halt überlegt, eventuell, die haben halt Photosynthese betreibende Bäume hier unten. Und warum in 3000 Namen sollen sie denn eigentlich weiterhin dann für ihren Sauerstoff bezahlen? Na klar, weil irgendwie muss ja der Sauerstoff ja hierher kommen. Ist der Bot jetzt kaputt oder was? Oder? Ja, jetzt meine Ruhe. Und mit dem Sauerstoff, den sie hier herstellen, wenn sie das quasi geschickt anstellen, dann können sie ausreichend für den gesamten Bezirk herstellen und sogar noch in andere Gebiete exportieren und damit dem anderen Typen ein Schnippchen schlagen. Und der andere Typ ist ganz offensichtlich Fontaine, dessen Name fällt dann gleich als nächstes dazu. Fontaine und seine Leute sind halt in das Sauerstoffgeschäft volle Kanne eingestiegen. Ihn da zu ärgern wäre sicherlich auch in Ryans Sinne. Ja, komm, basteln wir uns mal wieder in Egon. So jetzt. Ich baue mir ein Egon. Okay, die Pistole ist wirklich... nimmt an Effektivität ab. Still not stuck, still exploring. Shut up! Meine Geduld mit dir sinkt, liebes Spiel. Ja, das Spiel ist immer noch geil. Das ist das, was ich immer sage, also... selbst in dieser Ultra-Buggy-Variante hier, die mich jetzt schon ein bisschen Zeit und Nerven gekostet hat. Und selbst wenn nicht alle Gameplay-Elemente so richtig funktionieren. Oh, der ist knusprig. Das, was das Spiel richtig macht, das macht es dann aber auch so richtig, richtig. Und ich habe trotz allem immer noch richtig Bock, hier weiter zu explorieren, rauszufinden, was Sache ist. Oh, 24 Bucks. Da fällt mir gerade ein, ich wollte ja die kleine Rosie, wollte ich eigentlich nie ignorieren. Aber gibt es ein kleines Problem. Indes. Wir wollen ja eigentlich noch Fotoaufnahmen machen, oder? Ich check hier mal ganz kurz rein, ob es noch irgendwas gibt. Engineering Slots. Ja, eigentlich müssen wir noch ein paar Slots ziehen, ne? Warte mal, der Scrounger. Was war denn das? Cometonic ziemlich sicher nicht. Engineering auch nicht. Müsste Physiker sein. Okay. Cool. Genau, Scrounger. Und jetzt können wir nämlich hier noch einen schönen Spot Boost 2. Dann müssen wir da kein schlechtes Gewissen mehr haben. Läuft alles. Okay, wir beide müssen reden. Und mit reden meine ich... ist ja eigentlich... Armor Piecing Auto Rounds. Cool. Aber davon haben wir zu wenige. Warte mal. Mal ein paar Proximity Mines hier planten. Beispielsweise hier so und hier so. Dann hoffe ich, dass ich nicht selber reinrenne. Und dann plante ich noch eine an dir und mach gleich eine Fotokamera bereit. Nämlich durchaus möglich, dass wir noch irgendeinen fetten Bonus dazu bekommen. Aber... mal gucken, wer jetzt ankommt. Falls ja. Egon! Nein! Was ist denn jetzt? Ja. Vielleicht sollte ich mir auch nicht unendlich Zeit lassen hier für den Quatsch. Typ? Rosie? Fanatics. Power to the people. Was können wir nehmen? Machine Gun Damage. Rate of Fire. Könnte man machen, brauchen wir aber eigentlich gar nicht so richtig. Machine Gun Kickback. Und Grenade Launcher Damage Immunity. Kann sich nicht mehr selber springen. Über den Schaden. Nehmen wir mal ein Kickback. Shit. Ey, ist mir meine Rosie halt weggelaufen, ne? Das ist irgendwie, haben wir mir auch anders vorgestellt.
cheated. Bye. 60 fröhliche Dollars. Okay. Wenn ich mich bloß verflucht Okay, also das Kickback-Problem haben wir auf jeden Fall schon nicht mehr. Das ist gut. Wir machen treffen unsere Entscheidung. Und unsere Entscheidungen formen uns. Das Wortspiel funktioniert natürlich im Englischen wesentlich besser. Es wäre natürlich wirklich realistisch, wenn man hier jetzt nicht unendlich Zeit hat, bis einem die Luft ausgeht. Falls dem allerdings so ist, habe ich jetzt, glaube ich, schon ein bisschen ein Problem. Ja, doch sehr explizit viel Zeit gelassen habe. Naja, lass uns mal drauf ankommen. Okay, wo muss ich hin? Nach dort unten. Okay. Safe bit. Hoffentlich ist die gute Lady Langford nicht zu weit weg. Kaffee ziehen, jawohl. Kein Ding, lustiger Amo Bandido. Ja, oh, Auto-Hack hier. Oh, hier gibt's oh! Schade, nur ein Elektrik-Bug. Das ist, bitter. Aber ist halt jetzt so. Kriegt er die wieder? Pneumotyp. My trees. It wasn't you, was it? No. Ryan. I think I've got a way to save the trees. It's a genetic vector that... Oh, look who I'm talking to. Could you find a sample of Rosa Gallica for me? Look in the grotto. I've got to keep working while there's time. Okay. Da weiß ich sogar ziemlich genau, was genau sie sucht. Viel besser. Immer noch nicht meine Lieblingswaffe. Aber zumindest kann man irgendwas damit anfangen. Sehr schön. Ja, damit. Ja, mit dem guten Loot. Da war noch irgendjemand. Wo ist denn hingepurzelt? Also, wir müssen jetzt wieder zurück in die Grotto und da genau diese rosa Gallica. Okay. Also, die Stadt wurde extra so gebaut, dass in solch einem Notfall niemand raus kann. Entweder kriegen wir die Bäume wieder an den Start. Oder? Ich bin hier dauerhafter Bewohner von Arcadia. Na gut. So, wir müssen also in die Grotto und müssen für Lady Langford. Here's the poison! Kill him! The poison! Kill the poison! Crush the parasite! We've got to have standards, even in troubled. Sorry? Who's that? Warum genau? Deppen? Verprügeln wir mal ein Plasmid, weil warum auch nicht? Security Evasion. Hat eine gegnerische Fraktion Sicherheitskameras und Türme aufgebaut. Dort, wo du eigentlich hingehen willst. Oder wo du hingehen musst. Sicherheitsausweichen. Passt die thermale Signatur deiner Haut an. Deine Hautschicht. Verwirrt Kameras und Türme und verlangsamt ihre Antwort auf dich. Okay, man kann also länger entdeckt werden. Klingt spannend, aber erstmal nicht, danke. Ich glaube, das war irgendwie, da kann er so 2 Sekunden länger. Was, warst du ein Houdinis-Bleister? Oh, ärgerlich.
Hätte ich's nur geahnt. Ah ne, es waren... Genau. Der Urini-Splicer ist noch von vorhin. New Invent? Kann ich hier irgendwas Krasses bauen? Then even not. Ich denke mal, das nächste Power to the People Upgrade wird dann wahrscheinlich der Schaden vom Granatwerfer sein. Komm, lass mal fetzen. So viel Zeit muss sein. Oh, der ist gar nicht schlecht, ne? Achso, ich soll... Nicht nur völlig sinnlos ihn anhauen, sondern... Ach komm, das war doch wirklich für jeden ersichtlich ein Action-Shot. Ah. Nicht schön, aber selten. Stahlschrauber her damit. Wie gesagt, ich erinnere mich nicht mehr ganz dran, wie das war. Ich glaube, es gab auch irgendwie ein Upgrade für die Wallet. Aber wenn es so läuft, dass man Gin Tonic sich einschmeißen muss, damit die Brieftasche größer wird, dann würde ich präventiv Bullshit drauf callen. Sehr schön, jetzt haben die den Alarm getriggert, die Dämlacke. Wir haben nur dummerweise jetzt nicht mehr viele First Aid Kits. Um nicht genau zu sein, nämlich gar keins mehr. Aber gut. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt der Clown im Automat. Der gibt uns bestimmt was ran. U-Invent bringt's jetzt da so nicht. Kann ich meine eigenen Proximity Mines wieder aufnehmen oder sprengen wir jetzt gleich brutal selbst? Ich glaube, damit spreng ich mich selbst. Schade. Wie war das genau? Rolling Hills. Da vorne können wir uns erstmal wieder heilen, was auch schon mal was wert ist. Also das hier scheint so eine Spawnstelle für diese Art von Splicer zu sein. Das ist schon immer so ein bisschen blöd, ne? Du bist ja auf diese Metapher von Umzugswagen, also von Paradewagen. Du willst ja eigentlich nicht sehen, was unterhalb der schönen Kostümierung für diesen Wagen ist. Du willst keinen Blick auf die Zahnräder haben, des Automatons. Und wenn man so sieht, okay, der Splicer, jedes Mal, wenn ich hier langkomme, spawnt hier ein neuer Splicer, dann ist das halt irgendwie so ein Blick auf die Mechanik, die will ich eigentlich gar nicht sehen. Haha. Was? Bist du denn für ein Freak? Dude! Ja, komm jetzt. Irgendwann muss er wohl gut sein. Okay. Live and let die. Ach. Gott, das Gedächtnis. Auch schon wieder kaputt. War hier irgendwas? Amo Bandido! Ja, was mitgebracht, Leute? Ich speichere ab. Nur zur Sicherheit und für alle Fälle. You've brought the Rosa Gallica? What are you waiting for? An engraved invitation? Send it through the Pneumo. Lady, mach mal nicht so zickig hier. Yes, this is perfect. Perfect. Come on up to my office. I'm letting you in now. I think I've got just the thing to put the green back in this forest. Okay. Research Forest. Arcadia, Rapture's Playground. Der Spielplatz von Rapture. Naja, sag ich ja. Freizeitunterholung, ne? Was ist das hier krasses? Hacking Expert. Power Up. Das originale Hexmart Gen Tonic.
Hacking-Experte, entschärft Alarme und hilft dabei, Überladungen zu vermeiden. Das ist ein Must-Have-Plasmid der Hack-Smartline. Ein Alarmteil weniger und ein Overload-Teil weniger, wenn man hackt. Oh, nehmen wir Safe-Cracker, ja. Zigarette, ist das hier? Lab-Access-Seal, okay. Professor Holden Langford, Research Laboratories. Holden Langford, okay. Großvater, Mann, Sohnemann? Chlorophyll-Lösung. Was werden sie nicht stehlen? Isn't there anything in this damn place those pagans won't steal? Paper towels, ink pots, witch hazel, chlorophyll solution, even my back issues of National Geographic. They're feathering their disgusting little shrines with it, I suppose. Sick bastards. Okay. Also die paganen Saturniten klauen irgendwie alles wie die Raben, alles was nicht nied- und nagelfest ist. Papiertücher, also quasi das Klopapier, selbst ihre National Geographic Sammlung wird irgendwie gerippt. Find sie nicht gut. Im Hintergrund hat die echte, also was heißt, die jetzige, die Gegenwarts Lady Langford gesagt, die Security Turrets sind disabled, wir sollen hochkommen. Einem alten Hund Tricks beibringen. Who says you can't teach an old hound new tricks? This batty plant woman spends 4 years coming up with ways to defoliate trees in the Pacific to scare out the Japs. And now here I am, down at the bottom of the Atlantic, trying to figure out how to do the same thing in reverse. Adam, Adam, Adam. It's bathtub gin times the atom bomb times Eve with a serpent. Let's go see what it can do. Okay. Wer sagt, dass man einem alten Hund keine neuen Tricks beibringen kann? Er hat sie Jahre ihres Lebens darauf verschwendet, Wege rauszufinden, wie man die Bäume im Pazifik entlauben kann, um den Japanern einen Schreck einzujagen, wie sie es formuliert. Und jetzt ist er plötzlich hier unten und versucht das genaue Gegenteil. Mit Adam, das ist so ein bisschen wie selbstgebrannter Badewannen-Gym, multipliziert mit der Atombombe, multipliziert mit Adam und Eva. Wollen wir nochmal schauen, ob es etwas kann, sagt sie quasi im Wortsinn. Ja, scheint ja offensichtlich ganz gut was gerissen zu haben. Okay. Todes Menschenvolk. Julie Langford. Ja, zumindest wirkte sie ja erstmal so halbwegs bei Trost. Glue. Shell Casing. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass Shell Casing besser ist. Hacken wir, ja. Und ab. Danke. Also ich sag mal, wenn man Auto-Hacken und den ganzen Restquatsch so ein bisschen durchmixt, dann bleibt es noch erträglich. Ach, 25 Sekunden, sag doch was. Wow. Okay. Cool. Hey, crazy lady. Made a business deal, you and I, did we not? Money changed hands. Let me read to you from the agreement. Section 3, subsection 4. Mr. Ryan. Ryan Industries maintains exclusive rights to the creation, use, and exploitation of the Lazarus Vector. Ownership is civilization. Wait! No! Please! Without it, we're back in the swamp. Mr. Ryan! Das dusselige Arschloch. Every time we get a yard ahead, Ryan goes and moves the goal line down to the other side of the field. Natürlich vorsichtig sein, wenn man so diese Terminologie bringt, aber ich glaube, es ist nicht ganz unbeabsichtigt, dass, ja, was er jetzt effektiv gemacht hat, ist halt, oh, Lazarus Vektor, ist halt Fräulein Landford vergasen und, das gibt natürlich, wie gesagt, normalerweise keine Scherze drüber machen, 9, 4, 5, 7 vielleicht? 9, 4, 5, 7? Na, könnte sein, ne?
macht man natürlich keine Scherze darüber, aber man darf ja nicht vergessen, es ist 1960 und Andrew Ryan hat definitiv auch das Ende des Zweiten Weltkriegs mitbekommen. Ich glaube halt, das ist jetzt wieder auch so ein bisschen eine Allegorie und naja, ein Mann wie Ryan kann definitiv das Nazi-Regime ja nur auch nicht gerade so wesenszugsmäßig entsprochen haben. Die Nazis hatten ja auch ganz klar kollektivistische, hyperkollektivistische Ansätze. Alle Unterordnung gleichschalten, das müsste ja ein Mann wie Ryan zuwider sein. Ist natürlich ein bisschen ironisch, lustig eher nicht, dass botanische Illustrationen, das ist ja safe, dass jetzt ausgerechnet ein Mann wie Ryan, der damit, naja, sich am Ende des Tages genau derselben Methoden bedient. Lazarus Vector haben wir bekommen. I've been killing trees for 25 years. At Berkeley back in the 20s, on the Japs at Iwo Jima. But I never brought one back from the grave before. I did, Becky. Mama's gonna build her first damn Franken tree. I'm gonna call my little creation the Lazarus Vector. Maybe it'll bring the old gal's career back from the dead as well. Hat sie nochmal gesagt, ne? Sie hat sich immer damit beschäftigt, wie man Bäume umbringt. Das ist natürlich auch ein bisschen eine Vorausschau. Also, Vietnamkrieg findet noch nicht statt, aber ich glaube, auch das soll wieder so ein Wink darauf sein. Er hat es ja vorhin gesagt, Agent Orange, ne? Sehr, sehr üble Angelegenheit im Vietnamkrieg dann. Wirft seinen Schatten vielleicht jetzt schon voraus in Form dieser kleinen Vorausdeutung. Julie Langford. Oh ja, auf jeden Fall hat sie es jetzt geschafft, einen Baum mal zurückzubringen und sagt, sie hat halt den ersten Frankenbaum statt Frankenstein erschaffen. Das Audio Diary ist an ihre Tochter gerichtet, an die Becky. Und gab dann noch den kleinen Hinweis, naja, vielleicht hilft das Ganze dann auch, also dieser Lazarus Vector, den sie jetzt entdeckt hat, hilft das vielleicht auch, Mamis Karriere wieder zu beleben, vor den Toten zurückzuholen. So offensichtlich hat sie, bevor sie hierher gekommen ist, was ist ein bisschen auf dem absteigenden Ast, so hört sich das an. Ein paar Explosion Bugs. Oh, jetzt haben wir den Chemiewaffe. Napalm oder Flüssigeis? Probieren wir mal Flüssigeis. Wir prüfen das. Also flüssiger Stickstoff meine ich natürlich. Who the hell? I shit! Hey. Ah, warte mal, aber ich glaube, wenn ich die zerboxe. Wenn ich die zerboxe, dürfte wahrscheinlich. Dann anschließend kein. Das hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich glaube, dann kann man sie nicht mehr looten. Aber wir werden mal sehen. Steel Screw. Jetzt ist leer. Verdammt. Halt, wer du? Langsam schon wieder ein bisschen nachlässig. Also es kristallisiert sich so langsam, aber es ist ja so die ideale Dauer für eine Aufnahme raus. Aber irgendwie habe ich schon das Bedürfnis, jetzt Arcadia zumindest nochmal einen Haken dran zu machen. Ich glaube, es ist 9457 und ich schätze mal, das wird für den Safe hier bestimmt sein. 9, 4, 5, 7. Jawohl. Was finden wir da Schönes? Ah, die Formel für den Lazarus Vector, Marktschlüssel und Dollars. What's the point of being a damn genius if the only ones around to appreciate it are a bunch of spliced up morons? I've cracked the Vector, or at least I'm 99% certain I have. I just need a bud of Rosa Gallica to confirm my analysis. Distilled water, a bit of chlorophyll, and enzymes extracted from Apis mellifera. That's right, sweetheart. Honeybee spit. Okay. Spucke der Honigbiene. Apis mellifera. Destilliertes Wasser, Chlorophyll und diese Enzyme. Dann müssen wir jetzt also den Lazarus-Vektor entdecken. Dann sind wir doch nicht ganz so schnell fertig hier, schätze ich. Ist aber kein Problem. Hey. Kriegen wir alles in. Electroboat. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Funktioniert aber auch was Cooles. Zack und zack. Sehr nett. Auch je nachdem, wie wir ihn berützeln,
verändert sich scheinbar auch eine neue Wrench. Yay, Asses, schätze ich. Verändert sich auch das Hack-Menü. Die muss ich ja jetzt wieder fotografieren, nicht wahr? Krieg ich ein Multiple? Nee, aber eine Action-Shot, was auch cool ist. Und noch eine Action-Shot. Es ist einfacher, Houdinis Blasters Teleportation vorherzusagen. Cool, Kamera. Was? Ich habe noch nie eine Kamera? Tatsache. Ja, gut. Hätten wir schön. Naja. Meins. Und wieder eine Rosie. Genbank. Hier kommen wir nicht raus. So, der scheiß Splicer jetzt hingewandert. Die dumme Nuss. Weg, dankeschön. Ja, hat sich nicht so sehr gelohnt. Aber gut. Fuba. Tschüss. Elektrisches Giel. Kann der U-Invent mir... Ah, automatische Hacktools kann ich auch machen, das ist cool. Hacken wir den mal schnell, damit das Hacktool machen noch. Das ist so ultra meta. Ich baue mir ein Hacktool, um das Hacken anschließen und so weiter, ne? Ja, Hacktool, bitteschön. 1, 2, 3. 2. Und für den Lazarus-Vektor brauchen wir. Das haben wir. Destilliertes Wasser brauchen wir halt noch und die Spucke von den Bienchen. Fragst du mich mal, wo ich jetzt hier Bienenaule herbekomme. Go, Rosie. Nein, fuck, das wollte ich nicht, Mann. Ich wollte doch dich bloß fotografieren. Hey, guys, check out my new camera. Oh, wait, this isn't a camera. I only wanted to photograph you. Jetzt müssen wir doch wieder fighten. Die Sadness. Es tut mir so leid, Rosie. Du bist ein Opfer des Systems. Meines Systems. Das Systems. Des wilden Rumgeklicke. Au. Dankeschön. Ein paar Evacs einschieben und dann... Werde ich nicht. Tut mir leid. War irgendwie anders geplant. So, meine Herren, wo genau schlagen Sie vor? Kriegen wir jetzt Bienenspuck und destilliertes Wasser her? Kein Vorschlag. Also schade für alle Beteiligten. Ich speichere mal zwischen hier. Arcadia is a big place, but mostly rural. If you're looking for something in particular, I'd start at the farmer's market. Famous Market. Oh, da ist immer kurz der Akzent ein bisschen weggerutscht. Ich versuche mal ohne dich anzupissen, einfach mal so ein paar schöne Gelegenheitsschnappschüsse zu ziehen. Yay! Rosie Level 3, das ist gut. Jetzt machen wir nämlich nochmal mehr Schaden, das heißt unser Electric Bug Strategie
Ist nochmal ein Tacken effektiver. Aber sie oder was? Rachsüchtiger kleiner Turm. Er ist doch bereits tot. Hey. Farmers Market. Farmers Market ist Dollar. Okay. Wollen wir rein in die gute Stube? Was ich jetzt gerade tatsächlich ein bisschen angenehm finde, ist. Wie so ein komischer Kürbis. Sehr widerlich. Nein, ich habe den Merlot getrunken. Meine Seele ist dahin. Jetzt komme ich nicht mehr in den Himmel. Dass wir jetzt zwischendrin zumindest mal so ein bisschen Ressourcenknappheit haben. Knappheit würde ich auch nicht sagen, aber zumindest nicht alle zwei Sekunden, wenn ich irgendwas aufnehme. Das hast du bereits. Das hast du bereits. Schon voll. Bist du schon spruchreif? Oh, das ist ein Houdini-Splicer. Fuck it. Mal bitte nicht sterben jetzt. Ja, erstmal hacken. Okay, das ist sehr gut, dass ich das weiß. Wir müssen eh unten lang. Cool. Da könnt ihr ja schon wieder jubeln. Danke dafür. This crime ist nicht machbar. Auf ein neues Kameraden zum Angriff. Haben wir es. Sehr schön. Electric Bugs. Natürlich nicht. Das ist enttäuschend. Kaffee, bisschen Eve. Film haben wir eigentlich auch noch genug. Na ja, gut. Triple Tap und garniert das Ganze mit einem gezielten Schuss in die Leisten. 7 Chlorophyll-Lösung haben wir jetzt. Die Saturniten bieten das also an. Ah, jetzt kann es natürlich auch sein, dass wir einfach schlichterdings... Weil, wenn die halt alle sammeln und einen hier auf paganen Naturglauben machen, weil einfach genug von den Houdini-Splicers umlegen müssen, weil wir auch schon wieder im Geschäft sind. Fände ich zwar ein bisschen schade, aber gut, da meckere ich erst rum, wenn es soweit ist. Es wäre einerseits vorangekündigt so, das wäre schon okay. Auf der anderen Seite ist es dann so, dass das große Rätsel, wie kommen wir nur an die Ingredienzien, dann wieder darin besteht, finde Typ XY und baller ihn über den Haufen. Ist ja mal ganz schön, wenn auch so ein relativ gameplaymäßig limitiertes Spiel dann nochmal irgendwie ein bisschen anderes Vokabular findet, um erfülle Quest quasi auszusprechen. Jetzt habe ich gefährlich lange gebraucht. Um nachzudenken. Zwischenzeitlich war in meinem Kopf ein großes, lautes Dü. Aber haben wir noch hingekriegt. Sehr schön. Ändert nichts daran. Hackslots sollte ich mir auf jeden Fall mittelfristig auch mal wieder ein paar auflegen. Mutterinstinkte. I look at genes all day long, and never do I see the blueprints of sin. I could blame the Germans, but in truth, I did not find tormentors in the prison camp, but kindred spirits. These children I brutalized have awoken something inside that for most is beautiful and natural, but in me is an abomination. My maternal instinct. Oh, Mutterinstinkte. Tannenbaum sagt halt, was erschafft etwas wie mich? Sie würde gerne sagen, dass es halt die Deutschen waren in einem Gefängnislager. Aber das würde nicht der Wahrheit entsprechen, weil sie sagt, ja, was sie dort gefunden hat, waren keine Folterer dergleichen, sondern quasi Brüder im Geiste oder Gleichgesinnte. Diese Kinder, die sie ja quasi misshandelt hat, die Tannenbaum misshandelt hat, verstümmelt hat, denen sie wehgetan hat,
Die haben etwas in ihr erweckt, was die meisten Leute wunderschön und natürlich finden und was für sie absoluter Albtraum ist, nämlich Mutterinstinkte. Könnte also sein, dass das so einer der Gründe ist, warum die Tannenbaum, die wir vor kurzem getroffen hatten und die uns immer angefleht hat, dass wir ihre Little Ones in Ruhe lassen sollen, ja, dass die doch ein bisschen andere Töne spuckt als die, die wir aus den Audio-Diaries kennen. Okay. Haus. Sind wir jetzt hier fertig, oder was? Oh, Brother, where art we? To the Farmer's Market. Okay, to Market. Ja, Tatsache. Sind wir hier fertig. Huh. Beim Farmer's Market bin ich ehrlich gesagt auch wieder blank. Oh, ich hätte wirklich abspeichern sollen, oder? Come on, Game. Come on, Game. Sei mal lieb zu mir. Do it. Just do it. Komm schon, bitte, 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 bitte. Yes. Das ist das Problem, wenn das Zeug so elendig buggy ist, ne? Freut man sich über jedes Mal, wo man zwar vergessen hat, nochmal Sicherheit abzuspeichern und es einem dann aber nicht backcrasht. Enzyme Sample. 1. Ah. Ja. Bienenenzym. Julie, my dear, I am trying to run a business here. You want to spend time with my honeybees? Well, I'm gonna have to start charging you for the pleasure. If I come out one more time and find you lolling out there amongst my hives, I'm grabbing my shotgun. As to your question, yes, my days in beekeeping school are a blur. But I do seem to remember something about that enzyme you keep blabbing on about. Okay, Tasha. Sagst halt Julie, also Julie Langford. Ich habe hier ein Geschäft zu laufen. Und wenn du die ganze Zeit bei meinen Bienenstöcken rumhängen willst, dann muss ich anfangen, dich dafür bezahlen zu lassen. Also wenn ich nochmal sehe, wie du ungefragt da rumtanzt, dann muss ich wohl zur Schrotflinte greifen. Und was die andere Frage angeht, ja, meine Tage in der Imkerschule sind schon ein ganzes Stückchen her, aber ich erinnere mich irgendwie an dieses Enzym, von dem du mal gesprochen hast. Spannend. Tasha, offensichtlich eine Freundin, Schrägstrich Rivalin, Schrägstrich Geschäftspartnerin von Julie Langford. Vielleicht treffen wir die ja auch noch. Wie dem auch sei, ein Mann erschafft, ein Parasit fragt, wo ist denn mein Anteil? Im Gesicht. So, ich denke, es ist an der Stelle auch mal wieder Zeit. Wie gesagt, eigentlich wollte ich Arcadia fertig machen, aber wenn wir jetzt hier nochmal in den Farmer's Market abtauchen. Ja, schau mal her, das ist jetzt nicht ganz klein, auch nicht ultra unübersichtlich, aber ich denke mal, das heben wir uns mal schön fürs nächste Mal auf. Ich speichere nochmal schnell zwischen. Sicher, sicher. Ich meine, er legt zwar einen Autosave an, wenn wir ein neues Gebiet geladen haben. Aber wie gesagt, beim letzten Mal bei dem Smuggler's Hideout haben wir ja auch gesehen, naja, leider es kommt die Stelle, wo er potenziell abstürzt, vor dem Anlegen des Autostarts, weil er es nicht am Ende des alten, sondern zu Beginn des neuen anlegt. In jedem Fall, wir haben es geschafft. Wir sind wieder ein ganzes Stückchen weiter auf die lustige Bienenjagd und auf die Jagd nach destilliertem Wasser. Gehen wir dann beim nächsten Mal. Erstmal wieder ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, Abonnements, halten euch auf dem Laufenden, weil ich mal wieder neuen Quatsch rausschmeiße. An Freunde darf es auch gerne gesendet werden. In dem Sinne, lasst es euch gut gehen, haut rein, bis zum nächsten Mal.